Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Appstorfer Heide. Mit dabei haben wir den Tenzuko, Paul und den Uwe. Hallo. 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 So, irgendwie finde ich hier keinen Ballen mehr, Jungs. Ich habe jetzt gewickelt 37. Ja. Das heißt, rein rechnerisch müssten noch 4 fehlen. Oh. Ja. Wir sind noch auf der Suche nach dem letzten Ballen, aber. Was? Ein Ballen ist verschwunden. Ein Ballen ist verschwunden. Wie kann denn ein Ballen verschwinden? Schreibt eine Vermisstenanzeige. Das ist doch keine. Ja, ich weiß es nicht. Das also ist. Ich, das ist auch der 4000 Liter Ballen. Das ist doch keine Schraube, was man in die Hosentasche immer steckt. Ich weiß ja nicht, ob, was du für große Hosentaschen hast, ob der da reinpasst. Riesengroß. Seid ihr wieder jetzt abgedampft da unten? Ja, ich komme jetzt mit den 15 verbleibenden Ballen, fahre ich jetzt zum Hof. Hat's doch einen angenommen, vielleicht? Ja, aber ich wüsste nicht wo. Ja, wenn dann auf dem Dingens hier. Aber wir sehen es halt auch nicht in der Mission, ne? Das ja, ist... nee. Ist der Suko auch mit dem Fahrzeug weg oder zu Fuß weg? Dann hat er den Ball mitgenommen. Der Suko ist zu Fuß weg. Ah ja, siehst du? Plötzlich war er weg. Ja, ja, nee. Wir sahen ihn danach nie wieder. Mich hier nur um die Drescher, damit die kein Geld mehr verbrauchen. Ui. Sehr schön. Wunderpunkt. Geld verbrauchen ist ja schön und gut, aber nicht übertrieben. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, so, aber... Ja, dann müssen wir die Mod da mal kurz anpassen. Das war schon ein bisschen sportlich jetzt. So, wie hat er das eigentlich gut gemacht hier oben? Ich habe gar nicht geschaut. Oh nein. Was? Ja. Ja. Semi-gut. Nein. Lass mal. Ja, komm. Extra gebremst, ne? Und trotzdem noch zu schnell gewesen. Bist du wieder voll reingerattert? Ne, nicht voll. Nur mit 7 km/h zu viel. Naja. Nicht genug, nicht früh genug gebremst. So, wo muss denn das hin von 31? Ja, ich glaube auch zur Balve. Zumindest blinkt's da. Vielleicht blinkst du auch von der Mission. Von der Balve. Ich guck mal kurz. Das heißt, der Plan ist, die Silageballen bei uns reinzuwerfen in die BGA und dann einfach die Mission abzubrechen. So ungefähr, ja. Bleibt so ungefähr, ja. Nichts anderes übrig, glaube ich. Kann ich die davor einfach abladen und der nimmt die? Nein. Nee, ja. Du kannst die abladen und dann schubst du sie mit dem Radler da rein. Schwierig. Ich glaube, wir haben keine Gabel. Schubst. Ja, mit der Schaufel. Ja, ja. Und den Rest von Hand. Ich habe übrigens den letzten fehlenden Ballen gefunden. Guck mal. Wo ist der wieder hingeflogen? Ja, der lag im Trailer. Okay. Der ist irgendwie. Werner, kannst du noch einen Meter fahren? Nein, ich hänge hier fest, ich muss zurück. Ach so, ja, warte, dann. Ich hänge hier fest. Das ist so ein dummes Rohr, ich weiß nicht, wo er herkommt. Jetzt, danke. Ja. Nee, irgendwie ist der auf dem Trailer scheinbar zwischen den anderen untergegangen. Oh Gott. Oh. Lass den Stapel nicht fallen. Naja, also der schiefe Turm von Pisa wäre neidisch. Aber denkst du schon wieder? Nein, was hast du denn dann gemacht, Uwe? Was denn? Sieht doch super aus. Ja, wir sind doch keine Touristenattraktion. Wir sind hier im Betrieb. Das kannst du doch keinem erzählen. Hör mal, der Ball, der unten unterlag, ne, den ich gerade mit zurückgeschubbelt habe, der hat das halt leider ein bisschen
Warte mal, ist der starke Dingens noch an? Ja. Okay, Uwe, dann. Uwe, Spaß am Hof, ne? Uwe, warte. Du, wenn du willst, kannst du in die Schaufel reingehen, dann hebe ich dich nach oben. Die Arbeitssicherheit lässt. Und dann kannst du von oben das machen. Bisschen vor. Der steht BG vor der Tür, hey. Bisschen vor. Noch ein bisschen vor. Achso, ich muss ja mitlaufen. Das ist ja total langweilig. Ist aber auch schwer. Der Radler, der geht hinten hoch. Oh. Warte, ich fahr mal so ran. Ja, genau. Machen wir das mal wie bei der Feuerwehr. So. Hey, ich bin fertig. Warte. Na, komm schon, Ballen. Ich überlege gerade, wie ich. Uwe im Styroporlager, ey. Da bin ich hier oben. Ach Mann, Uwe, es ist doch einfach. Wie viel geht denn die BGA nochmal rein hier? Weiß ich nicht. 50? 50.000, ich glaube. Irgendwie so. Oh Gott. Was haben wir denn jetzt drin? 49. 45, ey. Nee, 38. 35. Komm schon. 42. 46, warte mal ein bisschen. Moment, Uwe. Ja, alles gut. Ja, kannst du. Nee, geht ja auch nicht, wenn es 50.000. Achso, doch. Wir haben ja nur 4.000 dabei. Ja, ist gut. Rechnen war er gerade, Holden. Ja. 10 Jahre lang ist das hier. Dann habe ich das Gefühl, mir macht einer hier hinten die ganze Zeit Licht an den Beinen. Wie er da steht und wartet. Ja. Was soll ich machen? Macht ja keiner mal irgendwie hier schneller. Nee, aber das kann ich aber machen, wenn du willst. Das wäre super cool. Ja, renn damit. So, jetzt können wir alle Missionen abbeginnen, oder? Warte, renn damit. Ja. Sind alle Ballen schon gesammelt von der Wiese? Die können wir eh nicht abgeben. Naja. Die BGA reinwerfen können wir es auf alle Fälle. Ja, ich meinte die Trash-Missionen abgeben. Also, ja, die kannst du abgeben. Also auf der 38 liegen noch ein paar Ballen, ja? Ja, eben. Dann nehmen wir lieber den Wagen dafür statt die Hand. Was? Haben wir den Wagen noch? Ja. Ja. Letzte Mission, die wir jetzt noch haben. Okay, lass das mal machen. Oh Gott, pass doch auf, die stoßt einfach sind neu. Wuhu! Aua. Paul? Hi. Hast du Angst, dass davon die Stoßdämpfer kaputt gehen? Weiß ich nicht, so ein bisschen schon. Dann Loco, machst du mal einen Wascherboy. Was? Ja, warte. Ich kann nach dem Fiat gucken, aber das ist er ja. Ich hab grad die Mission von Hand gemacht. Ich gebe eine Bewertung, okay? Ja. Ah, 9 von 10. Oh. Du sollst nicht den Boden putzen, du sollst den Traktor putzen. Das ist die Synchro. Ach so. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist er sauber oder nicht? Ja, müsste. Reicht. 1 Million Liter haben wir hier drin, das wird schön. Ja. Oh ja. Lohnt sich das jetzt abzudecken? Nee, ne? Passieren ich weiß gar nicht, was du hast, der geht wunderbar hier rein, der Striegel. Mhm. Ich weiß, wie der da reingeht. Mit Schwung. Den Trick kenne ich auch. Nein, ganz entspannt. Nee, musst einfach nur senken, rückwärts rein und dann gib ihm, ne? Ich gucke jetzt nochmal, was der Hof kostet. 189.000. Wir brauchen bisschen über 100. Moin. Wir brauchen über. Bisschen über 100.000 Euro. Ich glaube, wenn wir die ganze Silage bald reinwerfen, reicht's. Und die Mission noch abkassieren. Die Mission? Naja, eigentlich können wir die nicht abkassieren. Ach, schade. Ich mach dir mal ein bisschen Disco da oben. Alle warten auf Uwe, ne? Ja, kann ich ja nichts für. Hör mal. Bin hier am Sammeln fleißig. Da steht nichts mehr, da steht auch nichts mehr. Sogar der Händler ist leer, was ist da los? Nee, ein Gewicht steht noch da. Ganz viele Flügemissionen sind noch da. Ja, die will keiner machen. Boah, der Fiat kann die machen. Da brauchen wir noch 2-3 Fiats, dann können wir auch durchgehend Flugmissionen hier machen. Irgendwann müssen wir uns Feld 15 kaufen. Feld 15, das ist ein Riesenfeld, oder? Ganz rechts oben. Ja. Kostet eine halbe Mille. Ja, mehr, ja. Feld 23 fände ich cooler. 23? Mhm. Ist ein größer. Aber arbeitet hier eigentlich hier noch einer, oder? Nö. Ja, du. Ja. Okay. Danke. Machst das auch gut, Uwe, muss man sagen. Wir haben keine Arbeit. Nee, wir haben alles aufgearbeitet. Was sagt unser Silo?
80%, das müsste auch fertig werden. Ja, locker. Ich bin im Flug, also Anflug. Ich stell mal die Zeit noch mal ein bisschen vor, dass die BGA vielleicht leer wird. Ist noch was drin? Ja, 35.000. Na gut. Oh nein, nein, oh, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen mit alle Abarbeiten vor Mitternacht. Ja, aber haben wir haben. Ah, lass mich stehen. Entschuldigung. Ja, 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 gut, 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 gut. Wohin willst du denn? Warte, warte, noch, ja, noch näher ran. Wir waren so weit weg. Oh Gott. Na, guck mal. Ich komme hier nicht hoch. Ich auf die andere Seite. Ah, Wendekreis. Nein, komm. Ja, machst du nix, ne? Oh oh. Ja, okay. Achtung, darf ich erstmal durch? Ja, klar. Musst du nochmal los? Kommt da noch mehr? Ja, 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 ein paar Diener noch. Stopp, 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 stopp. Ich weiß nicht, ob wir die noch alle reinkriegen. Ansonsten gibt's morgen auch noch mal eine Auszahlung, ja. Habe ich gehört. Einer geht, einer, Jungs. einer geht, zwei. Oh. Na, 20er Vorlauf, da geht was. Was? Ich glaube, die Nacht ist vorbei, bevor ich die hier überhaupt aufgesammelt habe. Aber wir drehen gleich wieder zurück. Ganz mal. Ja. Ja. Hier sind halt auch noch 50.000 drin. Das bringt uns nicht wirklich was zu bremsen. Ja, dann lass mal laufen, oder wie? Ja, jetzt lassen wir mal noch ein bisschen laufen. Also ich... Und wenn ich mich nicht verzählt habe, bringe ich nochmal 9 Stück mit. 40.000, ja. Also runter auf 10.000. Ja, müsste, das geht sich aber nicht mehr aus. 23.42 Uhr. Schwierig. Die arbeitet einfach zu langsam. Ja, stimmt. Können wir die hochschrauben? Bestimmt. 50.000 voll, eine Sekunde leer. Ja, wenn du eh daran arbeitest, dann kannst du auch die Trigger schon größer schrauben. Da musst du ja in GE. Das ist aber mehr Aufwand. Ja, ach komm, so ein. Die Zeit anpassen ist eine XML. Ja, die Trigger sind jetzt auch nicht so ein Aufwand. Ist aber nicht nur eine XML umschreiben. Ja, das stimmt, aber kurz mal ne, das Ding aufmachen, Trigger größer ziehen und speichern geht auch easy. Ja, Uwe, bis zur nächsten Aufnahme bist du dann fertig, ne? Ja, gar kein Problem. Genauso wie mit den Hofläden. Bitte was? Und der Wohnkarte hier? Sag mir das gleich nochmal. Bist du fit im Editor oder? Nee, nicht wirklich. Wie die Geier. Den Abwind kam da. Was soll denn das? Jetzt stresst mich doch jemand nicht. Ja, geht noch. Zwei geht noch. Wir machen das so. Wie auf dem Bau, ne? Einer ist im Schacht und warte. Leute gucken. Gib Vollgas. Ja, ich geb Vollgas. Jetzt hau rein. Einer geht noch. Ja, stopp. Oh Gott, voll. Oh Gott, Jungs. Was denn jetzt? Gib Vollgas. Ja, rein. Jawohl, es reicht. Jetzt könnt ihr auch entspannt ja. Machen. Jetzt können wir vorspulen. Auch schon egal. Gehen die denn komplett weg oder bleiben die drin liegen? Nee, ne? Die gehen komplett. Ja, die sind weg. Ja, dann. Guten Morgen. Los. will mal einer 120 runterschrauben? Ich wollte noch bis 7 Uhr. Und ich wollte mal noch einen Hof kaufen, okay. Jungs, ne? Ich wollte noch mal. Ja. Jo, mach das. Viel Spaß. Ah, schön. Zack, weg ist die Kohle. Na toll. Ja. Batsch. Oh. Und zwar richtig weg. So, jetzt machen wir hier ich mal. Ich mach hier vorne mal das Tor schon mal auf. Mach ne? Schon mal auf. Wenn so kommen wir zur Radlader fahren oder lässt du es fahren? Willst du er schafft das selber? Das könnte er selber hinkriegen. Ich würde tatsächlich die Anbau-Dinger umziehen.
Also die Bodenbearbeitungsgeräte. Was ist hier? Mal die Mission ab und dann nehmen wir mal das Förderband dran. Ne? Guck mal, wir können auch ein paar Kühe kaufen. Boah, schnell! Was denn jetzt? Förderband oder Radlader? Beides in Kombination vielleicht. Was geht schief? Ich weiß nicht, ob das Förderband lang genug ist, dass es bis dahinter kommt. Achtung! Was wollt ihr denn jetzt alles umziehen? Ja, ich würde nochmal die Bodenbearbeitungsgeräte hochmachen. Weil die Kühe. Ja. Oder das den Ladewagen, den Häcksler, kannst eigentlich alles. Außer die BGA-Dinger kann eigentlich alles nach oben. So, jetzt geben wir mal Feuer. Lass den Anfang erstmal von dem Dings machen, Feuer. Wir müssen auch noch schauen, ob unsere Felder irgendwie eine Pflege benötigen, ne? Vermutlich. Hast du die Seemaschine hinten noch mit dran? Ja, logisch. Ja. Ey, wir können wieder Ballen fressen auf der 38. Was mach ich? Dann wär's das schon. Den Ladewagen können wir noch mitnehmen? Also ist das ein Häckselwagen, ne? Ja. Ja, den Fiat mit dem Striegel. Jungs, wir können nochmal Feld 38 pressen. Diesmal beim Ballenverkauf. Gar keinen Bock. Oh Gott, wer. Oh Gott! Mach den mal hoch, Paul! Danke! Oh nein. Nicht dagegen fahren. Oh, Section Dingens, Alter! Gut, damit waren wir heute erfolgreich. Hof gekauft. Bisschen Geld verschwendet mit den Ballen, aber ja, ist so. Das heißt verschwendet. Naja, war schon ein bisschen reingekult, ne, Jungs? Da wäre noch mehr drin gewesen, wahrscheinlich. Ich glaube, so viel mehr wäre das gar nicht gewesen. Nee, aber tausender mehr, vielleicht. Wir werden es nicht rausfinden, egal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder morgen Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.